Und wieder zurück hier bei Test Drive. Wir machen das nächste Rennen. Was fährt man denn da so? Machen wir aber doch mal das Radarrennen da drin. War ich früher nie so gut. Radarrennen sind wir auch schon gefahren. Man hatte halt 5, sag ich mal, Blitzer. Und man musste halt geblitzt werden. Live von der Startlinie eines neuen Solar Crown Rennens. Wer wird heute der Gewinner sein? Wetten Sie mit! Ja, dann machen wir das mal. Ich wette, ich gewinne. Ja, da, jetzt merkt man ja erstmal den Vorteil durch den Quattro-Antrieb von Audi. Da lassen wir das ganze Feld einfach mal ganz locker hinter uns stehen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es jetzt mit der wirklichen Geschwindigkeit aussieht. Denn da hat der Audi dann doch wieder ein bisschen wenig PS. So, zweimal Bestzeit haben wir hier. Oder zweimal Bestwert. Oh, da hinten war Miami Harris auch im TT-RS. Das kann ja auch eigentlich nur ein gutes Zeichen sein. Die lässt sich ja bestimmt auch nicht mit irgendeinen Scheißautos durch die Gegend chauffieren. Sollte eigentlich für die Qualität dieses Wagens sprechen in diesem Rennen. Im Moment haben wir noch echt die Top-Wertung. Wo muss ich denn noch hin? Nach 1 muss ich noch. Dann muss ich hier drehen. Mit Abstand bin ich im Moment Erster. Aber einer fehlt noch. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt der Erste? Ist ja mal ganz interessant zu erfahren. Müsste ja eigentlich auf dieser Straße hier irgendwo zu sehen sein. Oder habe ich mich jetzt so sehr verfahren? Gehen wir mal hier lang. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal Richtung 1. Ist ja auch schon mal sehr wichtig. So, und da sehe ich schon, da kann man hier gut Schwung holen. Für. Ich hoffe, der 1er ist jetzt nicht so weit weg, dass wir das nicht in der Zeit schaffen. Aber 45 Sekunden, da müsste jetzt eigentlich locker gehen. Oh, an der falschen Stelle Schwung geholt. Ich merke gerade, der ist ja noch versetzt. Naja, typisches Let's-Player-Syndrom, würde ich mal sagen. Halt nicht wirklich konzentriert. Ja, ich habe da nur die normale beste Zeit, sage ich mal. Jetzt hole ich noch mal ein bisschen Schwung, auch wenn ich bezweifle, dass ich es denn schaffen würde, noch in der Zeit da einmal durchzufahren. So, ich versuche es jetzt auf jeden Fall. Ah komm, 5 Sekunden, die Sache ist gegessen. Ich denke mal, das haben wir jetzt gewonnen. Obwohl, einer war deutlich schneller bei einem Stützpunkt, bei einem Blitzer. 8 km/h, der Schnitt war bei uns schneller. Gut, Meisterschaftspunkte passt. Weiter geht's. Und dann haben wir hier 7,1 Kilometer Rennfahrt nach Waialua. Okay. Machen wir das einfach mal. Und Start. Mittlerweile stört es mich ein bisschen, dass wir hier so durchwaschen. Die Solar Crown ist jetzt in vollem Gange. Die Spannung auf dem Höhepunkt. Wer Aber wird als was soll man machen? Soll ich jetzt irgendwie absichtlich schlechter fahren, als ich eigentlich... Das ist auch irgendwie blöd. Und es wird sicherlich auch noch Rennen kommen, wo ich dann doch mal in eine Grenze komme. Oh, da habe ich jetzt einen nicht ganz so tollen Start hingehauen. Aber der Quattro-Antrieb reißt es dann doch ein bisschen wieder raus. 10 Checkpoints sind es. Das kann ja mal was geben. Da merkt man, mit der hohen Geschwindigkeit kommen die anderen wieder mehr ran. Da ist dann der TT irgendwann nicht mehr ganz so flott. Wo das geht eigentlich. So wirklich schlecht ist er da auch nicht. Ist halt nicht der Beste da. So, gleich haben wir hier den Mustern im Nacken.
Oh, das war ganz gut gefahren. Ich glaube, da bleiben die anderen länger kleben. Jo, da ist ein riesen Stau entstanden. Da sind wir sehr schön vorbeigekommen. Haha. Wunderbar. Haha, fast 7 Sekunden. Damit habe ich mal wieder nicht gerechnet. Das sind ja Ergebnisse hier. Damit rechnet man ja gar nicht. Über 7 Sekunden mittlerweile. Oh, da bin ich ein bisschen sehr übermütig rangegangen. Aber das läuft hier. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir den Wagen getuned haben. Ich habe den ja selber nicht getuned und ich muss sagen, der fährt sich traumhaft. Vielleicht noch ein bisschen mehr Power im oberen Geschwindigkeitsbereich wäre schön. Aber ansonsten hier beim da schieben wir mal einen an. Im Kleinen, so hier beim Beschleunigen, da schlägt er sich super beim Handling in solchen Kurven hier. Ein Traum. Da klebt er richtig auf der Straße. Ich glaube, das war auch eine sehr gute Entscheidung. Aber vielleicht hätten wir es auch mit Lotus Evora hier alles geschafft, aber das wäre dann irgendwie mehr Quälerei geworden und ich werde nicht gerne gefahren, sage ich mal so. Ich fahre lieber sowas hier. Den SLK wäre ich auch gerne gefahren, aber wenn man den gewinnt am Ende oder die Möglichkeit hat, den zu gewinnen, ob wir den wirklich gewinnen, weiß man ja nicht. Dafür muss ich halt dieses Rennen gewinnen. Da ist das irgendwo Quatsch, dann den doch schon vorher zu kaufen. Und das ist der Sieg. Erster Platz. 10 Punkte. Mit 10 Punkten Führung in der Meisterschaft mittlerweile. Und weiter geht's direkt, würde ich sagen. Also machen wir jetzt keine große Pause, würde ich, denke ich mal. Machen wir mal ein Tempo-Event bei KIAK-Wucht. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen, so weiß ich nicht, von der Aussprache her fail. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Profi, wenn es hier darum geht. Ich frage mich, ob irgendwer heute gegen mich ankommen kann. Ich bin in Topform. Ja, mal sehen. Tempo-Event. Auf jeden Fall sind wir schneller auf Tempo, aber die Frage ist, ob wir dann im hohen Tempobereich. Oh. Ja, der Start war jetzt nicht so toll. Aber es war schon mal ein Start. Sagen wir mal so. Strafpunkte kassiert. Mal gucken, ob wir jetzt auf den letzten, naja, 25 Sekunden, sagen wir mal, noch ordentlich was reißen können. Das wäre ja schön. Ein kleiner Punkteregen hier noch. Nein! Ich glaube nicht, dass wir dieses Rennen jetzt am ersten Versuch gewinnen. Das wäre dann doch sehr schlecht von den. Oh, ja, wäre sehr schlecht von unseren Gegnern. Haben wir doch noch recht locker gewonnen, trotz Strafe und weiß ich nicht was. Boah. Also irgendwie hier so eine einstellbare KI wäre doch mal ganz toll. 5,5 Kilometer und 11,2. Komm, machen wir erst die 11,2. Dann haben wir sie hinter uns. Danach werde ich dann diesen Part beenden. Und das nächste Rennen kommt dann im nächsten Part. Wuhu, was für ein Gerangel. Offensichtlich legen sich die Wilder-Brüder mal wieder mit Stuart an. Der Druck dieses Wettbewerbs zeigt sich nun immer deutlicher. Ja, wenn das so ist. Ich finde das ehrlich gesagt richtig krass, dass wir jetzt über 1 Million haben, weil ich habe es ja, wie schon mal erzählt, in meiner privaten Karriere hier nicht geschafft. Beziehungsweise ich habe gar nicht einfach diese Pokalmeisterschaft gemacht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir die gar nicht angesehen irgendwie. Und deshalb habe ich die erst fast ganz am Ende vom Spiel gemacht, als ich schon A1 und B3 und C3 und so alles fertig hatte. Dann habe ich erst diese Pokalmeisterschaft auf Ibiza gebracht.
Und da war man das einfach schon gewöhnt, so viel Geld zu haben. Aber jetzt in doch, naja, früh ist es jetzt nicht mehr, aber ich sag mal, es geht jetzt so langsam auf die Mitte vom Spiel zu. Dass man da schon so viel Geld hat, finde ich jetzt richtig cool. Aber ich möchte es jetzt auch ungern alles verprasseln, ehrlich gesagt. So. Erste Minute vom Rennen ist um und wir haben schon fast 6 Sekunden Vorsprung. Das läuft ja wieder wie auf Schienen. Ich konzentriere mich jetzt hier mal ein bisschen, damit wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Puffer rausfahren können. Wir sind schon in der zweiten Runde. Und hier aufpassen mit der Mauer. Sonst gibt das hier ganz schnell große, große Probleme. So. Sechs Sekunden. Oh, wird sogar, glaube ich, ein bisschen weniger mittlerweile. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was die letzte war. Kommt mir irgendwie weniger geworden vor. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Ist ja eine recht schnelle Runde. Deshalb glaube ich, schaffen wir das auch, hier lange bis zum Ziel vorne zu bleiben. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, dass wir so wirklich die ganze Zeit hinterhergefahren sind und es am Ende überholen konnten. Wir sind eigentlich immer schon ziemlich früh vorne weggefahren und ja, haben dann halt das Rennen angeführt. Der Leader, wie es in der Formel 1 ja auch immer heißt. Letzte Runde, yo, machen wir. So. Sieben Sekunden Vorsprung gleich. So. So sage ich ja auch gerne, weil so ist einfach so, ne? Ja, jetzt über 7 Sekunden. Läuft ja. 3 Checkpoints noch. Das geht ja hier wirklich durch. So, 2 Checkpoints noch. Gleich haben wir es. Das ging ja echt. Rucki zucki. Einen halben Kilometer noch bis zum Ziel. Einfach nochmal hochbeschleunigen. Und Ziel in Sicht. Über 8 Sekunden Vorsprung. Erster. 10 Punkte für die Meisterschaft. Und damit baut sich unser Meisterschaftsvorsprung auf 21 Punkte auf. Aber eigentlich ein Rennen, wir haben quasi schon gewonnen. Egal, was wir jetzt für ein Ergebnis machen, aber trotzdem sollte natürlich ganz klar für uns der Sieg jetzt das Gesetzesziel sein. Start. Wir sind wieder live dabei bei der Solar Crown mit all ihren Lieblingsfahrern. Miami, die Wilder-Brüder, Stuart, sie sind alle hier und los geht's. Dann hauen wir mal wieder rein, würde ich sagen. Der TTRS hat eigentlich auch ziemlich geile Sitze. 8 Checkpoints sind es. Bis jetzt haben wir 0 Sekunden Strafe. Wäre auch komisch, wenn das anders wäre mit der Strafe. So, erster Checkpoint, eine Sekunde haben wir, gut. Wir müssen 2 Minuten, 14 Sekunden und 9 Zehntel und ein Hundertstel unterbieten. Mal gucken, ob man das schaffen kann. Bis jetzt sieht es gut aus, 2 Sekunden Führung, keine Strafe.
Das ist auch eigentlich ein Rennspiel, bei dem man nicht wütend wird. Zumindest ich nicht. Weil so richtig große Probleme habe ich da ja nicht. Vielleicht später mal bei einer schweren Lizenz oder so, dass ich wirklich mal fluch. Aber im Moment ist das mehr so easy, wie der englischsprachige Bürger sagen würde. Fährt sich auf jeden Fall hier wirklich gut, der TTRS. War kein Fehlkauf. Aber das war ja klar, da ich den ja auch schon mal früher, halbes Jahr ist es jetzt ungefähr her, in einer eigenen Karriere gefahren bin. So. 2,6 Sekunden Vorsprung haben wir jetzt. Immer noch keine Strafe kassiert. Und es neigt sich jetzt auch schon wieder den Ende des Rennens zu. Eigentlich wollte ich ja nach dem letzten Rennen eine kurze Aufnahmepause machen, fällt mir gerade ein. Ist übrigens immer noch die Aufnahme, in der ich auch das ganz lange Rennen gefahren habe, vor einigen Parts. Und jetzt geht's hier mal wieder los. Finish. Gut, Meisterschaft gewonnen. A5 Elite freigeschaltet. Fast doppelt so viele Punkte wie der Zweite. Und weiter. Dann lassen wir uns mal feiern. Unser Herausforderer lässt ihm nicht die geringste Chance. Ja, das war ganz klar, würde ich sagen. Diese Meisterschaft ging ganz locker an uns. 15 Level sind wir jetzt schon, also Level 15. Und das ist schon ganz cool. Die Hälfte der Wettbewerbe haben wir laut dieser Anzeige. 7 von 15 ist ungefähr die Hälfte. Gut. Hm? Hallo? Ich gehe mal kurz auf die Suche. Er reagiert nicht. Vielleicht habe ich versehentlich das Kabel ausgestöpselt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vollgaskabel. Da. Dann. Nee, da bewegt sich nichts. Ist das Spiel vielleicht abgeschmiert? So, ich mach mal einmal hier